Im Oktober wird die Food Academy ihr zweijähriges Bestehen feiern. Der Zusammenschluss der wichtigsten Vertreter der Ernährungsbranche in Mecklenburg-Vorpommern etablierte sich inzwischen zu einer Institution. Die Food Academy sieht sich vor allem als Kaderschmiede und Austauschplattform für Fachleute. Einem solchen Austausch wurde auch das Come Together am vergangenen Donnerstag gewidmet. Im Vordergrund der Rückblick auf den gemeinsam beschrittenen Weg. Gerade die Seminare, die angeboten werden in der Food Academy für unsere Mitarbeiter, A, eine ganze Menge an Neuigkeiten bringen, B, aber auch untereinander innerhalb der Lebensmittelindustrie oder der Ernährungswirtschaft ein Austausch zwischen den Mitarbeitern stattfindet. Wir versprechen uns eben einerseits ein gutes Netzwerk mit anderen Unternehmen der Ernährungswirtschaft hier in Mecklenburg-Vorpommern, einen engen Austausch im Bereich Ausbildung, Personalarbeit. Und einfach eine gute Imagearbeit auch für die Ernährungswirtschaft. 2 Jahre Food Academy, das ist natürlich nur der Anfang. Die meisten Diskussionen an diesem Abend waren den Zukunftsaussichten gewidmet. Die Ernährungsindustrie gehört zu den wichtigsten Säulen der hiesigen Wirtschaft. Wie geht es den Unternehmern aus MV heute? Wir in der Zuckerbranche haben eigentlich eine bewegte Zeit vor uns. Wir werden ab nächstes Jahr unbegrenzte Exportmöglichkeiten überhaupt erst eingeräumt bekommen. Die WTO begrenzt das zurzeit. Darunter leiden wir ein wenig. Die Sanktionen gegen Russland haben die Ernährungswirtschaft hierzulande kräftig eingeschränkt. Viele Branchenvertreter zeigen sich mittlerweile besorgt darüber. Russland ist für uns ein wichtiger Markt, ein sehr wichtiger Markt. Und wir sind glücklich, dass wir keine Endprodukte erzeugen. Wenn wir Tomaten erzeugen würden, hätten wir riesige Probleme oder Milchprodukte oder andere diese Dinge. Und ich persönlich finde diese Embargo eine schlechte Politik. Und trotzdem, in Zukunft soll alles besser werden. Diese sonst eher umstrittene These belegte der Zukunftsforscher Professor Ulrich Reinhardt mit Zahlen und Fakten. Auch die Arbeitswelt wird sich ändern, zum Besseren, versteht sich. Natürlich werden wir Veränderungen erleben. Die Feminisierung der Arbeitswelt wird stattfinden, also immer mehr Frauen im Erwerbsprozess. Natürlich genauso wird ein Restart mit 60 stattfinden, immer mehr ältere Arbeitnehmer. Aber uns muss nicht bange werden, die Zukunft in Deutschland ist in puncto Arbeit sicherlich gesichert. Wie immer die Zukunft auch aussehen mag, digital wird sie auf jeden Fall. Das sogenannte Unternehmen 4.0, darüber berichtete in ihrem Vortrag Daniela Robert Gühner. Wie können wir uns vom herkömmlichen, traditionellen Mittelstand transformieren in die moderne Gesellschaft, dass wir den Herausforderungen der Digitalisierung adäquat begegnen können? Was benötigen wir? Was benötigen wir insbesondere hinsichtlich der Arbeitnehmerentwicklung, der Qualifizierung, aber auch hinsichtlich Veränderungen im Führungsstil? Solange Menschen noch Hunger bekommen, wird es der Ernährungsbranche gut gehen. Dieser schlichte Spruch eines der Teilnehmer könnte wohl die beste und die sicherste Wirtschaftsprognose sein. Und für die Zukunft ist auch die Food Academy gut gerüstet.